Hallo meine Süßen. So, willkommen zu meinem heutigen Schwangerschaftsupdate zur 37. Woche. Ich bin in der 38. Woche und ja, ich würde sagen, wir nähern uns der Zielgeraden. Wir fiebern und warten. Erstmal, Herr, danke schön, dass ihr eingeschaltet habt und ich werde auch gleich anfangen, weil es ist ein bisschen was passiert und ja. Dann fange ich mal an. Kommen wir zuerst mal zu meinen Beschwerden. Ja, ich habe mir heute Notizen gemacht. Nicht irritiert sein, wenn ich als nach unten gucke. Wasser, das ist immer noch aktuell, obwohl ich ja diese Strümpfe habe, diese Kompressionsstrümpfe. Aber da ich damit ein bisschen schlampig umgehe, braucht man sich nicht wundern, wenn das Wasser nicht weggeht. Gut, Sodbrennen. Allheilmittel Rini, also das hilft sehr gut, muss ich sagen. Die Konsistenz ist ein bisschen eklig, aber naja, gut, da muss man durch. Dann hatte ich Wehen gehabt, aber die waren anscheinend nicht so schlimm. Also es hat nichts irgendwie getan daran. Kreislauf. Ja, Kreislaufbeschwerden hatte ich ziemlich doll. Also mir war öfters mal richtig doll schwindelig und ja... Ich hoffe, dass es jetzt bald rum ist mit allem, mit der ganzen Schwangerschaft. Und ja, aber darauf komme ich nachher nochmal zu sprechen. So, zu dem kleinen Mann da drin gibt es gar nicht so viel zu sagen. Der ist einfach nur ruhiger geworden. Also, da ist alles beim Alten. Ja, meine Hebamme war da gewesen. Ich habe jetzt eine Hebamme und die hat mal nach dem Kleinen geguckt und hat mal nach dem Köpfchen geschaut, aber irgendwie will der Kleine sich nicht wirklich ins Becken reinsenken. Also er ist schon auf dem richtigen Weg, aber der Kopf sitzt noch nicht richtig im Becken drin. Was für mich bedeutet, wenn jetzt die Fruchtblase springen würde und die Geburt losgehen würde, dann müsste ich liegend ins Krankenhaus gefahren werden, weil doch die Gefahr zu einem Nabelschnurvorfall, also ja, yeah. Ich rede heute komisch. Die Gefahr für einen Nabelschnurvorfall wäre zu groß. Das heißt, die Nabelschnur, wenn das Köpfchen ist, und dann ist ja noch so ein bisschen Platz sozusagen. Und dann schiebt sich die Nabelschnur so da unter das Köpfchen. Und das drückt dann die ganze Zeit auf das... Also das Köpfchen drückt die ganze Zeit auf die Nabelschnur drauf. Und dann wird die Nabelschnur abgedrückt und die Versorgung ist dann schlecht. Und das ist dann... ganz, ganz, ganz gefährlich. Ja, meine Hebamme sagte aber, dass es noch nicht wirklich nach Geburt aussieht. Ja, meine Frauenärztin ja auch. Also gut, ich trinke jetzt Himbeerblättertee, um das alles so ein bisschen voranzubringen. Ich weiß, die kommen eh, wann sie wollen. Aber es wird alles ein wenig schwieriger. Ich habe das mit meiner Hebamme auch abgesprochen und ich darf damit anfangen. Ja, ich habe auch versucht, mit dieser Dammmassage anzufangen. Da das aber nicht meine erste Schwangerschaft ist und ja, blöderweise mache ich das zum ersten Mal mit der Dammmassage, ist wirklich ziemlich bescheuert. Es bringt ja nichts, weil... jetzt habe ich nun schon mal 3 Kinder geboren und ja, jetzt brauche ich es auch nicht mehr, weil jetzt sind da halt schon ein paar alte Verletzungen und das ist einfach nur auch unangenehm, wenn man das jetzt macht. Ich habe es jetzt, aber benutzen tue ich es jetzt nicht wirklich, weil es bringt mir nichts. Gut, ah ja, genau, dann habe ich heute diesen... Wehentee ausprobiert. Um Gottes Willen, bitte nicht verurteilen. Ich wollte einfach nur mal sehen, ob es jetzt soweit ist, dass, also der Muttermund steht ja schon nun mal weit vorne und das ist ja schon mal ein sehr gutes Zeichen, habe ich mir sagen lassen. Und da wollte ich mal sehen, wenn das ja alles reif ist, weil das Baby kommt ja sowieso erst, wenn es bereit ist eigentlich und wenn das alles so reif ist und so. Entschuldigung, oh Gott, ich bin fix und fertig heute. Entschuldigung. Das Baby kommt ja sowieso erst, wenn es reif ist, aber ich habe gedacht,
dann, wenn es soweit ist, also wenn mein Körper dazu bereit ist, dann könnte ich diesen Tee doch mal trinken. Was habe ich also gemacht? Ich habe mir eine Ingwerwurzel gekauft und eine Zimtstange und 10 Nelken und habe das alles in einen Sud gekocht. Und ja, es schmeckt nicht so gut, muss ich sagen. Also es ist nicht so mein Fall. Ja gut, aber mein Gott, ich habe es probiert und es war nicht mein Fall. Nee, ich habe auch eben eine schöne Badewanne genommen mal und habe das so mit da reingemengt, aber es ist alles ruhig, ich habe keine Wehen, ich habe keine irgendwelche anderen Beschwerden und ja, wir werden mal sehen. Ich werde das dann nachher noch den Rest in der Duftlampe kippen und mal sehen, was das alles bringt. Gut. Genau, dann habe ich noch diese Pulsatella, die 12 Globulis von meiner Hebamme bekommen. Die kann ich jetzt auch anfangen zu nehmen. Die sollen wohl auch etwas wehenanregender sein und ja, sollen das alles ein bisschen beschleunigen. Und naja, mal gucken, vielleicht so in der letzten Woche werde ich nochmal mit meinem Freund sprechen, was man da noch machen kann. Ihr versteht. Naja, gut, dann mal schauen. So, was ist noch passiert? Genau, wir waren im Krankenhaus, weil sich 3 Tage lang am Stück nichts gerührt hat. In meinem Bauch gar nichts. Also der kleine Mann wollte sich gar nicht bewegen. Der hat sich morgens vielleicht 1-2 Mal hin und her gedreht und abends ein bisschen. Und das war es aber auch schon. Und irgendwann bin ich unruhig geworden, habe gesagt, Schatz, wir fahren jetzt ins Krankenhaus. Ich will wissen, was da los ist. Und ja, so sind wir da hingefahren. Ich bin ans CTG gegangen geworden und siehe an, der kleine Mann fand es unheimlich witzig, sich zu winden und zu räkeln wie ein kleiner Wurm. Und die Hebamme guckt mich an und muss lachen und sagt, na, da ist ja ihr kleiner Mann, ihr kleiner Prinz und der bewegt sich doch ganz toll. Nicht so, da stehe ich ja jetzt blöd da, weil ich kann ja nur von dem ausgehen, was zu Hause war. Gut, zu guter Letzt bin ich dann zur Ärztin gegangen. Die hat dann einen schönen Ultraschall gemacht. Die war super nett, also eine super tolle Ärztin. Und ich habe 2 3D-Ultraschallbilder mitbekommen, die ich jetzt leider nicht zeigen kann, weil es nichts bringen würde, weil die ziemlich hell sind. Und es sind nicht die besten Aufnahmen, aber okay. Und der kleine Mann hat munter und fröhlich mit der Nabelschnur geknatscht und fand das ganz toll und hat sich gewindet. Und ja, jetzt wissen wir 100%ig, 1000%ig, dass es ein Junge wird. Ich habe bis zum letzten Moment gehofft, weil man immer nur ein bisschen was hat blitzen sehen. Und jetzt haben wir es in voller Größe gesehen. Ich weiß nicht, warum diese Frau das gemacht hat, aber sie hat es richtig nah rangezoomt und der Papa saß daneben und hatte schon fast Pipi in den Augen, ja, weil er das einfach so toll fand, dass man die Männlichkeit so sehen konnte, weil er lag wirklich wie auf dem Präsentierteller sozusagen. Und die Frauenärztin zoomt dann so ran, können sie es sehen und dreht das noch, können sie es jetzt sehen? Und wir so, ja, wir können es sehen. Und ja, wir haben uns sehr gefreut. Für Mama hat er dann auch noch was Schönes gemacht. Ich habe sein Gesicht gesehen, Leute. Ich konnte sein Gesicht sehen. Sonst hat er immer die Hand oder sowas oder den Arm vor dem Gesicht. Und oh mein Gott, es war so toll, weil er hat gelächelt. Also es sah so aus, als hätte er gelächelt. Und die Ärztin meinte so, ein Lächeln, oh mein Gott, wie süß. Und wir haben da, also ich habe da gelegen und ich wusste gar nicht, was ich sagen sollte. Und ich fand es einfach nur total schön. Und ja, er ist ein richtig kleiner, schwerer Mann. Oh mein Gott, er hat 3500 Gramm und misst dabei 49 Zentimeter. Wow, wo soll das noch hinführen? Ich habe noch 2 Wochen, wenn ich über den Termin gehe, habe ich noch mal 3 Wochen. Also, wie schwer will dieses Kind werden? Das wird nicht einfach, glaube ich. Aber ich denke, das ist zu schaffen. Ich meine, der Große hat 3840 gehabt. Und ja, war auch in Ordnung. So, weiter zu meinen Notizen. Genau, ich wurde danach noch von der Hebamme untersucht, der Muttermund wurde untersucht
Und ich glaube, dass ich am nächsten Tag so eine Art Kontaktblutung hatte, weil da ein bisschen Blut abgegangen ist. Gut, ja, es war aber nicht schlimm, es ist wieder vorbei. So, dann habe ich hier stehen, ich habe keine Lust mehr auf schwanger sein. Kann ich euch aber erklären, es ist alles schwerer geworden. Es wird alles irgendwie anstrengender und es nervt alles so ein bisschen und es macht irgendwie keinen Spaß mehr. Und ich hätte gerne den kleinen Mann jetzt schon im Arm und ich freue mich unheimlich auf die Geburt. Ich habe natürlich auch ein bisschen Angst und hatte in den letzten Tagen, Wochen, Monaten auch ein bisschen mit Albträumen zu tun, weil eben die letzte Geburt nicht so schön war. Aber ich denke, das wird jetzt alles hoffentlich anders. Und ja, ich versuche jetzt trotzdem die letzte Zeit noch zu genießen mit Babybauch, weil ich es schon eigentlich sehr mag, schwanger zu sein. Also ich finde es eigentlich schön. Nur ja, es wird jetzt halt anstrengend und ja, ich bin gespannt auf den kleinen Mann. Ich will wissen, wie er aussieht. Und ja, ich will ihn einfach gerne kennenlernen. Und ich denke mal, alle anderen wollen das auch. Und wir sind einfach gespannt, wie es jetzt. Ach, mein Handy spinnt. Wie das Endprodukt jetzt aussieht. Genau. Ja. Dann habe ich noch ein paar Sachen eingekauft, die will ich euch jetzt noch schnell zeigen und dann kommen wir zum Babybauch und dann soll das schon gewesen sein. Und ja, gut. Dann fangen wir mal an. Und zwar habe ich mir hier von. Heißt die Marke wirklich Wet n Wild? Anscheinend schon, ja. Von Wet n Wild ein Juicy Lip Balm SPF 15, das weiß ich jetzt nicht genau, was das heißt, in Cherry Geschmack gekauft. Ich finde es eigentlich ein bisschen bitter, muss ich sagen. Irgendwie, es macht so einen giftigen Geschmack im Mund, finde ich. Vielleicht empfinde ich es aber auch nur so. So sieht das aus. Ja, und der ist auch ein bisschen. Rot, also der macht auch die Lippen ein bisschen, also fast so wie ein Lipgloss eigentlich. Ja, das ist ganz cool. Der hat 5 € oder sowas gekostet. Den gibt es aber noch in anderen Geschmacksrichtungen wie Erdbeer, Himbeer, ich glaube noch Melone, das ist so grün. Das ja, war aber jetzt nicht so meins. Dann habe ich mir gekauft, weil ich das von einer anderen YouTube-Mami gesehen habe, den Soft Sensation Lip Color Butter Color Bun and Shine, die 07 Delicate Lilac. Also das ist ja eine Lippenbutter und ich stehe auf Bodybutter, wie ihr wisst und alles und Handbutter habe ich ja jetzt auch schon. Und dann habe ich gedacht, kaufst du dir das auch? Die Farbe sieht ja so ganz toll aus. Und ach so, das ist von Astor. Der hat mich sage und schreibe 10 € gekostet. Ja. Und die Farbe ist schrecklich. Oh mein Gott, ich kann die nie tragen. Irgendwie ist das nichts oder war das das andere? Nein, Quatsch, oh mein Gott, ich muss mich korrigieren. Das ist der, den ich mag, genau. Der macht nämlich die Lippen eigentlich, macht eine recht schöne Farbe, genau. Das ist der andere, den, wo ich einen Fehlkauf hatte, der auch so teuer war. Das ist diese Farbe. Ja. Das ist ganz gut, genau. Der ist nämlich toll. Entschuldigung. Der ist schön. Dann habe ich mir gekauft. Genau, das war das. Das ist ja ein Lippenstift, Lip Color, Lippenstift Rosetto. Sah ganz toll aus, wo er so zu war. Und der ist von Beauty Oi, keine Ahnung, nee, Quatsch, von Wet n Wild auch. Aber ich habe gedacht, wenn
alles andere von Wet n' Wild schon so toll ist, dann ist das bestimmt auch ganz toll. Und das ist eine eklige Farbe. Also ich weiß nicht, was ich mir dabei gedacht habe. Also ganz ehrlich, Leute, das ist schrecklich. Nein, will ich nicht haben. Werde ich vielleicht mal zu Fasching drauf machen oder so. Ist nichts für mich. Ja, dann gab es natürlich, ich habe die ganze Wet n' Wild Collection gekauft. Da gab es noch einen schönen Nagellack dazu, auch wenn ich momentan gar keine Nägel habe, weil die mir alle abbrechen. Ich hoffe, dass es nach der Schwangerschaft besser wird. Ja, das ist diese Farbe. Das ist die Nummer. Ja, da steht jetzt nichts drauf. Nail Color Famous und irgendwas anderes steht da drauf. Ja, steht aber jetzt keine Nummer drauf. Also es ist so ein Pink halt. Gut. Dann, den habe ich auch gerade drauf. Weiß ich nicht, ob man das sieht. Aber hier habe ich noch einen Lipgloss von Wet n' Wild Mega Slicks Lip Gloss. Das ist dieser hier. Den gab es auch noch in knalligeren Farben. Aber da ich eher so der Naturtyp bin, ne? So. Ja, den kann ich auch gerade nochmal nachmachen. Ja. Prima, haben wir das auch schon erledigt. Und er schmeckt nach Vanille. Also, ich find ihn gut. Ja, und vielleicht gefällt er euch ja auch. Der hat gekostet 4 oder 5 Euro, glaube ich. Genau, und dieser hässliche hier von Wet n' Wild hat, glaube ich, auch irgendwas um die 8 Euro gekostet. Ich sollte lauter reden. So. Dann habe ich noch einen schönen Lipgloss gefunden von Manhattan, Sweet and Tasty. Und Leute, der ist echt sweet and tasty. Oh mein Gott, er ist so fruchtig und vanillig und er ist lecker. Also, ihr habt ihn nicht lange auf den Lippen, ich zumindest nicht, weil ich bin ganz... Und er riecht gut und er sieht auch noch verdammt gut aus, finde ich. Oh, und er riecht fruchtig. Oh, das ist, ja, ein Orgasmus für die Lippen. Ja, der sieht so aus und hat, glaube ich, 5 Euro gekostet. Oh, man sollte das richtig zeigen. So, das ist das. Und... Schade, dass es keine Großkamera gibt. So. Einmal. Hier. Gut. Das war das, was ich noch alles so geschafft habe. Und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Sonntag. Und wir sehen uns beim nächsten Mal hoffentlich. Wenn dann nicht schon der kleine Mann da ist, was ich nicht glaube. Aber es könnte ja sein. Und ja, dann... Einen schönen Tag, allen bald Mamis, allen Schwangeren, einen schönen Verlauf und ja, ich verabschiede mich und knutsche euch. Tschüss!